Ist ja hier mit Leichtigkeit, mit der Keule. Hallo, Spinne. Da unten brennt ein knochiger Kollege. Jetzt nicht mehr. So hat man das Feuer natürlich auch gelöscht. So, hier waren noch Bären. Bären. Aber hier machen wir mal zack und zack. Zack, 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 zack. Zack. Und dann setzen wir unsere Reise fort, unser Spaziergang. Gehen wir mal ein bisschen rumlaufen. Du läufst die ganze Zeit rum. Was soll das? Ja, das ab und zu mal spazieren, würde ich sagen, schadet eigentlich nicht, oder? Kann man noch mal machen, bisschen was für die Figur. Ne, weil hier haben wir ja auch ein bisschen was auf den Rippen schon, weil wir nur rumstehen und nichts machen, so wie bei der Arbeit. Hä, welche Arbeit? Naja. Ach, ist das herrlich, wenn die Nase juckt. Ja, oder irgendwie so in der Art. Ich muss mir mal abgewöhnen, so oft M zu sagen, weil mich das selber nervt. Oh, warte, da wird ein Schaf geschlachtet. Dann nehmen wir doch hier mal gerade die Wolle mit und das Fleisch. Oh, mein Inventar ist voll. Ja, genau. Vor allem das hier rein. Zack. Nee, doch nicht. Zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und zack. Und hier noch ein bisschen zack, zack machen. Zack. So, und jetzt wieder die Fackel. Zack. Die Bären sollte ich vielleicht auch mal essen, weil die müllen hier eigentlich nur mein Inventar voll. Mehr ist das gerade nicht, was da abgeht. Mal gucken, wenn unser Stevie Steve mal wieder Hunger bekommt. Zuckerrohr mitnehmen ist jetzt vielleicht nicht ganz so schlau. Wie viel verrottetes Fleisch habe ich denn? Eins, das ist ja gar nichts. Habe ich irgendwas Unnötiges im Inventar? Was ist eigentlich das hier? Was ist das? Ah, eine Kerze, auch nicht schlecht. Kann es auch zum Verbrennen verwenden? 10.000, 2.000, 200. Ah ja, okay. Schon wieder. Ich muss hier ein bisschen aufräumen. Was habe ich denn nur? Habe ich irgendwas nur einmal? Ja, aber diese Bären, die sind doch leicht zu verdrücken. Wenn ich jetzt Salz abbaue, bekomme ich 4 Salz und kann damit aber nur ein verrottetes Fleisch zu diesem Zombie-Trockenfleisch ändern. Deshalb würde ich sagen, ich pflanze einfach mal ein paar Bäumchen hin. Tut was der Umwelt zugute. Lass das Zuckerrohr einfach mal da. Es ist ja jetzt nicht so tragisch, würde ich sagen. Ich habe nicht mal eine Ahnung, ob diese Bäume dann hier überhaupt wachsen, weil, ne? Ich ja sowieso nie hier bin. Das Golderz wollte ich übrigens mitnehmen, aber kann ich nicht. Irgendwie traurig. Schon wieder Bären. Eine Sucht bei mir, diese Dinger zu pflücken. Zack und zack. Aber ich meine, man hat ja eigentlich nur Vorteile, wenn man die Dinger pflückt. So, du kommst jetzt mal wieder hier hin, weil das war ein Trick von dir. Und jetzt mache ich zack, zack, zack. Die Dinger wieder eingesammelt. Jetzt können wir ja auch ein bisschen rennen, weil wir haben jetzt ja genug Speisen für unterwegs.
Bisschen hier durch die Gegend sprinten. Klack, klack, klack. Wie man es kennt, ne? Oh, Creeper. Der arme Kerl. Tut einem schon ziemlich leid. So, jetzt aber, ne? Jetzt, zack. So, meine Damen und Herren. Einfach mal ein bisschen spazieren gehen, kann ja nicht schaden. Ich gehe mal da runter. Gucken, was uns erwartet. Oh, Skelette. Hallo? So, jetzt hier Bären. Unser Kollege hat natürlich jetzt gemeint, er muss wieder einen Bogen droppen. Das ist ja alles gut und schön, aber. Bruh. So war das natürlich nicht gewollt. Ja, ein bisschen hier auf Erkundungstour. Hey! Schau mal, wer da ist! Oh, das ist ja wunderbar, aber warum seid ihr nur zu zweit? Ihr wart doch zu dritt. Oder wo ist euer Kollege Wolf? Also, ich kann mich erinnern, dass ihr zu dritt wart, aber hey, schön, dass ihr wieder da seid und seid ihr eben nur zu zweit, aber ist doch nicht schlimm. Hauptsache irgendjemand. Das ist doch wunderbar. Ja, jetzt habt ihr auch gemerkt, warum ich hier unterwegs gegangen bin, für keine Ahnung wie viele Minuten. Meine Wolfies wieder zu holen. Juhu! Warte mal, da ist noch ein Wolf. Ich sehe noch einen auf der Karte. Das ist doch ein Wolf, oder? Ah, ist eine Fledermaus. Ach du Scheiße. Die fliegen aber langsam für Fledermäuse. Bist du sicher, dass das ein Fledermaus ist? Ja, aber komm jetzt. Nee, das machen wir natürlich nicht. Hier rumlatschen, wie so Gestörte. Wir gehen hier jetzt mal raus. Ist doch schön, dass wir hier, ne? Dass wir wieder vereint sind. Aber ich werde jetzt. Ich weiß nicht, sind das meine letzten zwei Wölfe tatsächlich? Ich habe gerade echt keine Ahnung. So, was? Hier, nehmen wir mal das hier. Wolfies, hallo! Ah, die teleportieren sich ja eh raus, wenn man da wegläuft. So, was ist mit HP? Wie sieht's da aus? Aha, zack. So, wisst ihr was? Ihr könnt jetzt euch mal hier euren Speiseplan aussuchen. Und zwar steht heute auf der Karte verrottetes Fleisch oder verrottetes Fleisch. Aber will man nicht so geizig sein und wenn ihr noch Bock drauf habt, könnte ich euch noch verrottetes Fleisch anbieten. Oder ihr esst einfach Spinnenaugen. Habe ich jetzt dieses Schaf geschlagen? Nee, habe ich nicht. So, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Platz im Inventar, in der Inventory. Und jetzt, war hier nicht irgendwo Gold, was ich mitnehmen wollte? Nee, aber hier ist wieder so ein Busch. Auch immer gut, wenn man was zu essen hat. So, von unten noch. Kann man diese Dinger auch eigentlich anpflanzen? Ich habe keine Ahnung. Oder sind die nicht erneuerbar?
Das weiß ich gerade nicht. Ich weiß auch nicht, warum hier gerade so wenig Zombies sind und nur solche Dinger hier. So, jetzt ist unser... Ah, okay. Unsere Keule hat es komplett verrissen. Nicht mal hier Reserve irgendwas, sondern komplett hops. Weißt du was? So geht es doch auch. Da sind noch blaue Beeren. Zack, und hier nochmal. Zack. Und schon habe ich eine neue Höhle gefunden, so wie es aussieht, aber ich sehe nichts. Deshalb nehme ich mal wieder die Fackel in der Hand. In der Hand, vor allem. Ah ja. Ist ja anscheinend nichts Besonderes. So, in der Hinsicht. So, da habe ich mal kurz das Kupfererz persönlich angegriffen, weil ich gesagt habe, da ist nichts Persönliches drin. Nichts Persönliches, vor allem. Was ist los mit mir? Nichts Besonderes, meine ich. So, Creeper. Natürlich. Sollte ich vielleicht nicht riskieren, dass Hunde jetzt sterben. Deshalb Sitz. Nein, mach Sitz, Junge. Ich wollte ja nicht auf die Schnauze hauen. Ah, da habe ich die Tasten verwechselt. So funktioniert das übrigens auch am Bahnhof mit den Schlägereien. Einer links, einer rechts. Zack, zarab. So, jetzt nur nicht hier irgendwo hinfallen. Warum ich das mit der Hand mache, weil ich gerade keine Waffe habe und die Axt oder so, die will ich jetzt nicht dafür verwenden, auch wenn sie vielleicht am besten dafür geeignet wäre. Habe ich... Nein, habe ich natürlich nicht. Ich habe kein Crafting Table dabei, aber ich mache mir jetzt auch keinen. Weil ich habe ja Hunde. Hä? Aber ich nehme noch das Gold mit. Das können wir nämlich gebrauchen. Sehr gut sogar, also wirklich, no joke. Schwöre. So, das. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Steinspitzhacke. Autismus kickt. Ach, herrlich. So, die Skelette, die brauchen wir nicht mal angreifen oder so. Die werden sowieso von unseren Hunden gemobbt. Anstatt dass er springt, er steht da einfach und wartet. So, der Kollege hier auch. Ja, und schon hat er den Bogen aus der Hand genommen. Hundis, wo seid ihr? Ja, schießen ist nicht so eine gute Idee, wenn dir gerade zwei Wölfe hinterherrennen. Aber wenn du meinst. So, ist da ein Zombie? Ist da ein Zombie oder ist das so ein hier heißen sie Droid, Triod, Triid? Ist nicht so ein Angry Zombie? Er ist unsichtbar. Ja, er ist unsichtbar und ich sehe natürlich nicht. Finde ich gut, dass er unsichtbar ist. Jetzt habt ihr es aber auch gesehen. Feiere ich absolut nicht sowas, weil, ne? Ist, finde ich, ein bisschen bescheuert. Warum sind Zombies auch unsichtbar? Ich verstehe es nicht. Kann ich noch irgendwas hier essen? Was vielleicht... Oh, warte mal, ich nehme mal die hier. So, und jetzt wird nach Hause gesprintet mit unseren Wolfies.